Hallo zusammen. Ja, zwischen den ganzen Urlaubsvideos, den Vlogs da von der Kreuzfahrt noch, kommt jetzt doch mal das erste Video zum Thema Umbau, Renovierung hier bei uns. Ich habe das ja schon erwähnt hier in dem einen oder anderen Video, dass bei uns eben ganz viele Sachen anstehen. Wir bekommen ja die komplett neue Küche, ein komplett neues Bad. Es kommt eine überdachte Terrasse anstelle des alten Wintergartens und auch sonst muss im Garten ganz, ganz viel passieren. Ja, und da wollte ich euch heute mal so ein bisschen was zeigen, wie der Garten so vor einigen Wochen eben aussah, als so die ganzen Sachen geliefert wurden. Ich habe da kürzlich mal was gedreht und da auch ein bisschen was zu erzählt. Das kommt hier gleich direkt im Anschluss, dass ihr da auch was seht. Und dann ist es so, sollte das eigentlich erstmal ruhen und wir dachten, gut, es muss ja erst der Urlaub kommen und dann kommt eigentlich erst die Küche, wenn wir aus dem Urlaub wieder sind. So, es war dann aber vor dem Urlaub noch zwischendurch mal die Möglichkeit, hier das erste kleine Projekt anzufangen. Darum geht es auch hauptsächlich in diesem Video, denn da zeige ich euch gleich, was haben wir überhaupt gemacht und wie haben wir das gemacht. Ich habe da also währenddessen ein bisschen gefilmt. So, und von daher war schon mal Zeit, ein bisschen eine Kleinigkeit anzufangen. Und die Küche, das wird sich jetzt auch ein bisschen verzögern. So, aber jetzt spiele ich euch erstmal das ein, was ich schon in unserem Garten, in unserem wirklich furchtbar schrecklich aussehenden Garten in dem Moment und auch jetzt ist es noch nicht viel anders, muss man ehrlich sagen. Aber eine Sache hat sich wirklich schon komplett toll verändert, werdet ihr dann auch sehen nachher. Und zwar betrifft das eine ganz hässliche Garagenwand, die wir hatten. Ja, aber genug geredet, wir gehen jetzt raus und ich spiele euch das ein, was ich da vor ein paar Wochen mal aufgenommen habe. Hier sind wir jetzt im Garten und so sieht es hier aus. Also im Moment nicht wirklich gemütlich bei dem schönen Wetter zu sitzen. Hier steht noch die alte Sitzgruppe. Wir haben eine neue in hell bestellt, die dann ja, auf die überdachte Terrasse kommt, die dann dort sein wird, wo jetzt noch der Wintergarten ist. Der kommt also komplett weg, der wird abgerissen. Da hinten entsteht so ein Hauswirtschaftsraum, wo wir dann die Heizung aus dem Bad noch hinbekommen und ich halt Sachen abstellen kann. Jetzt ist hier laut, da oben fliegt gerade ADAC. Ja, hier haben wir die Steine, die haben wir auch ganz günstig gebraucht, geschossen quasi. Also es ist auch wieder so, dass wir da wieder gebrauchte Sachen nehmen. Was ganz neu ist, sind diese ja, Bruchsteine, Fliesen, wie auch immer, so ein bisschen im mediterranen Look. Darunter ist der Rest, die sind jetzt geliefert worden. Das werden dann also, oder wird dann der Terrassenboden. Ja, und ihr seht, es muss also wirklich hier noch allerhand passieren. Der Pool, der kriegt neue Poolplane, weil die alte gerissen ist. Ja, und so sieht es jetzt hier aus.